Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Kena, Bridge of Spirits. Ja, wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Aber das war ein bisschen tricky. Sollen wir unser Glück nochmal hier mit der Kiste versuchen? Defeat the Wood Knight. Oh, wir müssen mal besser blocken. Oh, ich mach das ganz schlecht. Defeat the Wood Knight. Hat nicht funktioniert. Okay, dann haben wir den Wood Knight. War aber kein guter Kampf. Ich geb's zu. Ein neuer Rothead? Anna's Mask. New Rothead available, ja. So, dann müssen wir jetzt schauen, wie war das nochmal? Ja, da sind wir gerade noch mal drüber gekommen. Schön war das auch nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Licht. Hier ist schon wieder überall das Poison. Ich glaube, es heißt
Gift. Das Zeug. Schaut euch mal diesen hässlichen Giftfall an. Oh, dann darüber. Der funktioniert nicht mehr richtig. Da können wir wieder Bomben einsetzen. Ja. Wo kommt man da aber hin? Das sieht mir nicht so aus, als käme man jetzt nach oben. Okay. Nee, ich glaube, man muss erst von außen da in die Mitte reinschießen. Ah, man muss dann wohl hochklettern. Dann sind wir erstmal hier. Machen wir erstmal hier die Truhe auf und das Fass. So, und jetzt überlegen wir nochmal, wie wir hier weiterkommen. Müssen wir vermutlich nach oben. Ab nach hier. Dann dahin. Und jetzt? Wohin? Sehr schön. Ah, hier gibt's was. Ein neuer Rodfriend. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Hallo, willkommen in der Familie. Die Kristalle funktionieren alle nicht mehr so richtig. Weil hier überall viel zu viel Gift ist. Mal das wegräumen. Neues Wasser holen. Ah, die bewachen das wohl irgendwie. Ah, die machen das dann kaputt.
Was kann man hier noch machen, damit man die Pflanze da oben jetzt los wird? Ah, den dicken da. Na, hier ist noch ein großer Gegner. Mir ist das System hier noch nicht ganz klar, was wir hier machen sollen. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Die tun erstmal nichts, solange wir hier nicht die... Ah, hier hinten aber was. Solange wir nicht die Rod hier holen mit dem Wasser. Viecher. Der hat goldene Augen. Krieg die Augen nicht. Mein Controller will nicht. Erst die Fliege. Dann wegrennen. Wieso sollte man die nicht benutzen, wenn man sie schon hier hat? Haben wir noch einen Schrein? Können wir auch gleich befreien. Den Schrein. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, hier haben wir sonst nichts. Anscheinend auch nichts mehr versteckt. Dann schauen wir weiter. Einen haben wir.
okay. Dann haben wir das. Oh, ich hoffe, wir werden hier nicht angegriffen. Wo stecken wir hier fest? Den Hammer. Ah, das bisschen Courage haben wir noch bekommen. Ja. Ey, ey, ey. Jetzt haben wir viele Gegner hier. Den Hammer. Erledigt. Ob wir jetzt bei jeder Stufe welche kommen? Oh, daneben. Die Musik ist auf jeden Fall noch ein bisschen aufgeregt. Hauptsache, es kommt keiner von hinten. Ich wollte doch den hier. Habe ich den Courage jetzt noch bekommen? Die zwei Stück? Ah ja. Weg damit! Sehr schön. Ja, da geht's ganz schön tief runter. Sieht man noch gar nichts. Oh, das sieht wieder gefährlich aus. So, wir gehen nochmal zurück. Dann hier eine hin.
glaube, jetzt ist das Wasser weg, das Verseuchte. Dann können wir nach unten und kämpfen, hm? So wie es ausschaut. Ich glaube schon. Machen wir völlig fertig. Die sind total furchtbar, die Typen. Hammer. Oh oh. Puh. Das war knapp. Sehr schön. Kein guter Kampf, kein schöner Kampf, aber wir waren erfolgreich. Wir erkennen das Muster. Kommt man da auch irgendwie hoch? Nee, sieht wohl nicht so aus. Mal hier drum rumlaufen, ob es noch irgendwas gibt. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube, das war's. Ein Herz. Da gehen Zerstörungswellen durch. Hat er hier gefunden? Ja, da kommen wir wohl nicht hoch zu der Blume.
Da oben brauchen wir die Maske. Ja, ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie durch. Wir versuchen es mal noch kurz. Hier oben ist hoch genug. Eieiei. Wo kann man sich da verstecken? Nirgends. Ob da das Schutzschild dagegen funktioniert? Okay. Gefährlich hier. Müssen wir irgendwie weiterkommen. Okay, da kämen wir bis hier. Zu kurz gesprungen. Zu lang gesprungen. Eieiei. Tja, wir nähern uns hier diesem Teil. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.